Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour US Open. Die zweiten neun, die Back 9 spielen wir jetzt. Die stehen an, denn wir stehen, so sieht man es hoffentlich gleich, an der 10. Das war ein Flyover über die 10. Ein paar 4 mit 489 Yards und... Ja, wir schauen mal ganz kurz auf unsere Scorekarte. Ja, diesmal haben wir plus 1 auf den ersten 9, 2 Bogies, ein Birdie. Und an der 8 hatten wir auch wieder eine richtig tolle Eagle-Chance. Und wie sieht es auf dem Leaderboard aus? Wir können uns nicht beklagen. Wir haben zumindest den zweiten gehalten. Aber der gute Max Homer, der hat richtig Gas gegeben. Minus 5 an der 14. Naja, schauen wir mal, ob er die auch reinbringt. Ansonsten sieht man es ja ein bisschen, alles durchwachsen. Da ist alles dabei. Minus 1, minus 3. Ja, even. Und auch ein paar Plusser sind hier dabei. Troy Merritt oder der... Turrell Hatton, even, naja, gut. Au, oh, da unten haben wir noch Alex Noren, Jordan Spieth. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall sind wir hier mit dabei und wir schauen uns das Ganze mal an. So, das letzte Mal sind wir hier drüber gekommen, aber gerade so. Ist natürlich ganz gefährlich hier mit diesen Steinen und ich persönlich... Auf der anderen Seite 489 und da vorne geht's hoch. Also eigentlich müssen wir hier rüber. Eigentlich müssen wir hier rüber, aber das Problem ist halt Gegenwind. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, man könnte hier natürlich versuchen mit einem Stinger oder so. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann haben wir das Problem, dass er da, ja, wenn der, da rollt er ja viel über das Fairway. Und den hier dann so zu platzieren, dass der hier runterrollt. Das wird schwierig. Wir machen einen Drive. Haben Gegenwind. Werden also versuchen, den hier wieder reinzuspielen mit einem Fade. Und das Ganze natürlich wieder flach. Weil es ja deutlich mit 37 Fuß nach unten geht. Mit 37 Fuß. Naja. Dann schauen wir mal. Nichtsdestoweniger wünsche ich uns allen ein schönes Spiel und viel Spaß. Das sieht gut aus. Beautiful tempo to that swing and this is going to wind up squarely in the fairway. Jo, das sieht gut aus. Das war es mal ein guter Anfang. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Ja, mit dem Hybrid. Unser Caddy sagt, nimm ein Hybrid, damit du da hochkommst. Aber da hochkommen ist eine Sache, da oben auch zu bleiben ist eine andere Sache. Gegenwind von links, es geht 18 hoch. Eisen 4 wird zu kurz sein. Eisen 4 werden wir da nicht hinkriegen. Was kann passieren? Im Prinzip eigentlich nur, dass er bei den Zuschauern irgendwo hängen bleibt. Okay. Ja gut, wir werden eigentlich versuchen, den reinzudrohen und gegen den Wind, damit wir über die Bunker und das Ganze natürlich ein bisschen hoch. Weil dieses Hybrid muss zum Liegen kommen. Da kriegt man natürlich nicht viel Spin drauf. Da kriegt man nicht viel Spin drauf. Okay. Ja, und jetzt wieder hochspringen, das tut er nicht. Er bleibt natürlich, ja, ein Stückel zu wenig, ein Stückel zu wenig. Ja, aber wir pitchen den oder chippen den jetzt berghoch. Ja, und er geht natürlich hier links. 87-97% rough, das heißt, wir werden definitiv 10% verlieren. Wir könnten den natürlich auch mit einem 54er chippen. Dann müsste er ein bisschen mehr rollen. Gut. Werden wir mal versuchen, wie sich das Ganze dann hier verhält. Oh, sofort rechts weggesprungen. Da war halt überhaupt nicht auf der Linie, wie man so schön sagt. Okay.
Gefällt ihm nicht so. Gefällt mir auch nicht so. Eine ganz üble Geschichte. Berghoch, okay, wir haben Berghoch, das ist gut. Also gut. Dann hier über rechts, hoffentlich ins Loch. Safely in. It's a par here at the 10th. And he'll remain right where he is. Ja, wir werden hier schon ein bisschen kämpfen müssen jetzt. Das ist kein Selbstläufer mehr. And we've got a fun one here, folks. 131 yards, the par 311. Just a wedge to an undulating green protected front and left by sand, falling off steeply behind. So don't let that yardage fool you. This is a tough one. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, zweimal immer im Bunker gelandet dort vorne. Jetzt haben wir aber die Fahne ganz, ganz hinten. Es geht ja deutlich bergab. Und wir haben auch noch Rückenwind. Wow. Was hat er? 147 mit dem Eisen 9. Und Rückenwind. Jetzt hätte ich echt mal Lust, diesen... Augenblick. Quatsch. Diesen Knockdown-Schlag zu probieren, weil damit müsste er eigentlich ein wenig flacher fliegen, aber trotzdem schnell zum Liegen kommen. Wollen wir das mal probieren? 141. Ich weiß aber nicht, ob das Eisen des Neuner hier das richtige Eisen dafür ist. Das sieht mir zu weit aus. Das sieht mir deutlich zu weit aus. A little too much spice on that one. That flies the green and he'll be chipping out of the rough. Ja, das waren einfach diese über 20 Fuß bergab. Also das war gar nichts. So, der will chippen. Das will ich aber nicht. Wir machen den Flop. Den Flop ein bisschen weiter nach hinten, dann haben wir einen Bergauf-Cut. So, jetzt wieder die Frage, wird er wieder nach links oder nach rechts abhauen? Okay. I think I'd be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. So, das sieht doch eigentlich relativ human aus. Ein bisschen bergauf, ein bisschen über rechts und dann sollte der doch drin sein. So then, just in for par, here at 11. And he'll stay right where he is. Ja. Aber das Ganze zieht sich wieder so durch. Wir brauchen immer den zweiten Schlag, um aufs Grün zu kommen. Legendary Country Club in Brookline. It is the 478-yard par 412. Another hole where accuracy off the tee is paramount. Oder beziehungsweise den dritten. Auf jeden Fall haben wir zu wenig Greens in Regulation. Das ist so. Heute haben wir ein bisschen Probleme mit den Greens. Diese zu treffen. Hier hat mal einer gesagt, seine Eisen waren immer zu kurz. So, okay. Ja, das sollte eigentlich so passen und dann sollte der da nicht in den Bunker reinlaufen. Ja, aber wir müssen es ja nicht unbedingt. So, er hat ja Rückenwind, das heißt, da müssen wir eigentlich nicht flach. Ups. Völlig falsch. Falscher Schläger. So. Falscher Stick. So, damit mit dem rechten müssen wir ausholen. So. Power war okay. Der wird auch noch ein bisschen rollen. No issues here. That is into the fairway. Ja, sind wir da wieder bei über 300? Ich glaub's kaum. Doch 312. Oh, da ist er doch noch ordentlich gelaufen. Sehr schön. Now note his second from the fairway. He's looking at 141 yards to the front, 156 to the hole, standing on the wrong side of par right now, looking to get back to even. So, 7 Fuß nach unten und wir haben Rückenwind. Also da nehme ich diesmal definitiv einen
Schläger weniger und das Neuner kann auch gar nicht weit rollen. Okay. So, also ich denke doch jetzt, wir werden doch diesmal hoffentlich das Grün treffen können. Always knew that was going to be a good shot when I left the club face. What's that? 8 or 9 feet. Excellent shot. Yeah, the putter has not been at its best, but this is a good look for birdie. Ja, so sehe ich das auch, nachdem ich hier das Grün so lese. Eigentlich haben wir nur bergab. Oh, der geht aber ganz schön bergab. So. Das ist jetzt wieder einer von diesen ganz gefährlichen Putts eigentlich, weil das ist eigentlich nur kurz antippen und den Ball rollen lassen. Aber wir haben zum Glück kaum ein Break. Wir gehen aber trotzdem ein bisschen auf die linke Seite, weil er müsste ja trotzdem ein bisschen rüber gehen. So, also ich hoffe, dass der nicht verhungert. Okay, that'll help the cause. It's a birdie here at number 12. And that's gonna move him. 8 under. Ja, und das heißt wieder even für den Tag. It's a good challenge right here, this par 4 13th at 490 yards. It's a dog leg left and the green is protected by water in the front and you can see it's flanked by two bunkers. So, if you get going sideways here or miss hit a shot, it could result in a big number. Ja, ganz ganz schwieriges Grün mit der Mods Falls Front, da muss man auch jetzt diesmal wirklich gut aufpassen. Ich muss mal ganz kurz aufs Leaderboard schauen, weil da hat sich irgendwas getan. Max Homa hat einen Schlag verloren, so wie es aussieht. Und wir haben einen gewonnen und deswegen haben wir wieder zwei Schläge Unterschied. Okay. So, Sam Burns, Matt Kuchar, okay. Ja, also wie gesagt, das Feld bleibt relativ dicht beisammen und das ist gut, das passt. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns wieder Gedanken machen. Der Wind ist natürlich nicht gerade von Vorteil, ist diesmal nicht unser Freund. Denn wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier auf die Seite hier reinkommen oder auf keinen Fall hier unter die Bäume. Das ist ganz übelst. Dann haben wir Schwierigkeiten, hier das Grün anzugreifen. Und das wird sowieso schon schwer genug werden. Deswegen auf jeden Fall hier einen ordentlichen Draw. Einen ordentlichen Draw. Ja, das passt. Das ist gut. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Ja, so sehe ich das auch und da freut er sich auch wieder. Also hier ist wirklich das extra half club or more as he sets for a second into the wind. Ja, genau. Ein Club mehr, also ein Schläger mehr, weil wir haben Gegenwind und es ist eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Ja, übrigens, gefährliche Geschichte. Jetzt habe ich auch gerade gelesen in den Kommentaren, man wünscht sich, dass ich mal eine Runde im Simulationsmodus spiele. Also ich muss schon sagen, das kann übel ausgehen für mich. Das kann wirklich übel ausgehen. Aber ich denke, wir werden mal die Tage eine Einspielrunde machen und dann spielen wir mal im Simulationsmodus. Also ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn wir mal richtig im Sim-Modus hier eine Runde spielen, 18 Loch. Und dann vor allen Dingen würde es mich mal interessieren, auf welchem Platz hättet ihr denn Lust, dass ich den Simulationsmodus spiele. Aber einer wird auf keinen Fall dabei sein, das sage ich euch gleich. Wir spielen nicht Augusta im Simulationsmodus. Augusta haben wir jetzt schon sehr häufig gespielt. Also, ich bin mal gespannt. Natürlich machen wir das gerne, auch mal im Simulationsmodus eine schöne Einspielrunde spielen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, welcher Platz es denn sein soll. Jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen konzentrieren. Also, wir haben Gegenwind. Er schlägt uns sowieso einen Schläger mehr vor. Das Eisen 7 wird aber sowieso auch wieder nicht zum Liegen kommen. Aber wir werden trotzdem 3 Fuß. Ah, ich weiß es nicht. Wir werden aber Mitte grün gehen. Ich will da nicht, damit wir ein bisschen mehr Luft haben. Lass uns mal schauen. Ja, das wird sowieso alles von links nach rechts zur Fahne hin. Es ist aber nicht so wild. Ansonsten kommt uns das Grün eh entgegen. Hm.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber probieren geht über studieren. Wir schauen mal, was jetzt passiert. Okay. Er wird doch hoffentlich auf dem Grün bleiben. Ja. Gut. Ja, solide. 26 Fuß. This a putt for birdie. Now it would be tempting to leave this one short. You can worry so much about the break that you forget to hit it. Demands a firm stroke. 38, 33, oder? 33, es geht hoch. Und wir haben wieder mal die ganze Zeit hier den Break von links nach rechts. Jetzt überlege ich gerade, vorhin war es, glaube ich, ein 45 Fuß. Und da waren wir dann hier bei dem mit 3. Und dann ist er uns trotzdem noch unten durchgelaufen, interessanterweise. Jetzt ist es ja etwas weniger. Ja, wir werden so mal probieren und schauen, was passiert. Ja. Oh, das gut. Ja, okay. Ja, wir waren oberhalb vom Stocksimmer am Loch vorbei. Das ist gut. Das ist okay. Und was hatten wir? Augenblick. 3 Fuß? Ja, gut. 1 Fuß, 1,5, 2. Das ist okay. So, über rechts ein bisschen, weil wir haben dann Break. Okay, safely in for par here at 13. And he's going to remain at 8 under. Sehr schön. So, Matt Kuchar ist auch mit dabei, den minus 8. 625 yard, par 5, 14th hole. It was sort of born out of the old 12th hole. But I mean, this one uphill, you need to get after it. Ja, ja, das Grün ist nämlich da hinten. Man denkt ja, es wäre da hinter dem Hang, beziehungsweise oben gleich auf dem Hang. Aber da ist noch ein gutes Stück bis zu dem Grün. Und das Ganze ist ja ein Par 5. Also, und da haben wir wieder das Thema, dass wir natürlich den zweiten möglichst da vorne gut an den Hang bringen müssen. Aber dazu müssen wir auch hier ordentlich im Fairway liegen, damit wir dann diese Möglichkeit auch haben und nicht wieder irgendwie zu kurz sind. Okay, wir haben aber jede Menge Rückenwind. Wir haben jede Menge Rückenwind und deswegen werden wir den hier so leicht reindrawn. Okay, ein bisschen flacher noch. Ja, er nimmt die Kurve an. Ja, und fliegt richtig schön das Fairway hier runter. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. Ja, also der Punkt ist, dass man nah genug sein muss. Dass man den hier gleich hier hochspielen kann und nicht eben hier vorne. Und das war das letzte Mal oder die erste Runde, da ist immer, glaube ich, am Baum hängen geblieben. Und dann war das ja ganz, ganz schwierig für uns überhaupt hier hochzukommen. Und ich muss auch sagen, ich würde auch jetzt hier das Hybrid nehmen und den versuchen hier in den Hang, dann rollt er da noch hoch. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das Hybrid eigentlich lang genug sein müsste, um da hochzukommen. So, wir schauen nochmal. Die Richtung ist okay. Wir gehen hier rein. So, das Hybrid sollte doch hoffentlich da hochkommen. Ah, jetzt geht er ein bisschen nach links. Aber er springt in den Hang und wird vermutlich nach... Ja, genau so. Sehr schön. Soweit war der Plan, soweit ist er aufgegangen. Second shot here to the par 5, Frank got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. 49 Yards. Der Wind spielt eigentlich auf der Entfernung keine Rolle, aber wir haben 6 Fuß. Und wir haben einen 60er Wedge. Was normalerweise. Ah, ist nur ein Pitch. Der will pitchen. Berghof. Berg hoch. 54, 50, 54. Okay. Pitch hoch anspielen.
Ja, ein 54er. Pitch hoch anspielen mit dem 54er. So, und jetzt ein bisschen noch hinlaufen. Okay. So, wie heißt so schön der Safe on the Green? This for birdie now at 14. And this is when you just want to get down to the hole and let it trickle in. So, 6 inches. Okay. Das Ganze ist natürlich wieder von links nach rechts. Interessanterweise bin ich fast der Meinung, es geht meistens immer von links nach rechts. Kann das sein? Oder täuscht mich das? So, er geht den Berg runter. Ja, so wild ist es doch nicht, oder? 5 Inches. Ja, doch ein bisschen mehr. Ja, geht rechts vorbei. Okay. Good effort, but that'll run 2-3 deep past the hole. Das ist ja fast wie im richtigen Leben. So. Ja, für mich geht's morgen auch auf den Golfplatz. Werden wir mal wieder ein bisschen spielen. Und dann bin ich mal gespannt, nachdem unsere Grüns gemacht wurden, genäht und gebügelt und das volle Programm genudelt, gewudelt und gepudelt, wie sich unsere Grüns im Club spielen, sind also auch deutlich schneller jetzt geworden. This is where the golf course really starts to kind of bare its teeth. You need to have your game in order. This is a 515-yard hole, a par 4, 15. Ja, ein schönes Par 4. Natürlich hier auch interessant mit den Bunkern. Aber hier kann man natürlich den Ball jetzt schön reinfaden im Prinzip. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich ein Drive, der sehr, sehr weit runter geht. Und der sollte natürlich gut aufs Fairway und ein bisschen Länge machen. Ein bisschen Länge. Ja, ihr seht es auch hier, ne? Diese Schwungkurve. So, geht jetzt ein bisschen runter, die blaue. So, dann gehen wir ein bisschen runter, dass er schön, schön low fliegt. Ja, und das sollte so passen. Ja, ich denke, das passt. Ja. So, und da wollte er uns noch ein bisschen... 284 und in der 321, ja gut, kann man nicht sich beschweren. Haben wir doch noch fast 40 Yards gemacht. Just over 170 Yards. 171, ja, ist halt jetzt klar, logisch. Also wie gesagt, die Fahne steckt jetzt rechts hinter dran, der Bunker, das heißt, den muss man reinfaden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Wind, logischerweise, der hier gegen uns arbeitet. Eisen 7. Der müsste ja dann schon ein kürzer sein. Ja. So, richtig faden. Okay, ein bisschen raus. Wir müssen gucken, dass der halt schön dann hoffentlich im Grün zum Liegen kommt. Ja gut, allzu viel rollt er eben nicht. Sehr gut, also wir haben mal wieder ein Green in Regulation. Imagine a missed club, because that ball sailed past the flag. Really just fortunate to stay on the back of the green. He's hoping here to at least get this to tap in range, but it is for birdie. Ja, ich muss sagen, ich bin auch der Meinung, er hat sich ein bisschen zu sehr gefreut. Also es ist jetzt nicht der Wahnsinns-Superschlag gewesen, aber er ist solide auf dem Grün. Und es geht ihm ganz leicht bergab.
Das heißt, wir können eigentlich den Marker, glaube ich, hier so stecken lassen. Ja, vielleicht noch ein bisschen kürzer. So. Und wieder einmal von links nach rechts. Da pechts. So, aber ganz wenig eigentlich, ganz wenig. Aber es ist halt eben die Entfernung, wo den Bogen macht. Am Anfang ist es nicht so wild und gegen, ja, im letzten Drittel, da zieht er dann, ja, doch die Hälfte, die letzte Hälfte ist stärker als die erste Hälfte. Und da wird er langsamer und das heißt, er bricht dann noch ein bisschen mehr. So, oh, der ist aber schnell. Der ist aber schnell. Warum war der jetzt so schnell? Okay. Ja, es geht ein bisschen bergauf. Und eigentlich nur so gut wie gar nichts am Break. Yeah, good putt. That's in for par here at 15. And he'll stay right where he is. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt stehen. Okay, minus 8 ist im Moment das Maß der Dinge. Here at the Country Club with the last par 3 of the day, the 211-yard 16, which is flanked by mature trees and protected by 4 greenside bunkers. Ja, ja, also die Par 3, muss man hier sagen, sind nicht leicht. Natürlich hat man hier die Wahnsinnsbunker davor. Der Vorteil ist jetzt wieder in Anführungszeichen, dass die Fahne hinten steckt. Aber wir sehen es ja, das ganze Grün fällt nach rechts runter und deswegen muss man das Ganze auch eben von links anspielen. Jetzt kommt noch dazu, dass der Wind, ja, dann braucht man eigentlich gar keine Kurve spielen. Der Wind wird den rüberdrücken, aber das Problem ist, Eisen 6, das gefällt mir gar nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder hoch. Hoch. Wo wird der aufkommen? Und vor allen Dingen, wenn es da runter geht, dann bleibt der nicht liegen. Vielleicht doch das Eisen 6 und dann aber auch dafür hoch anspielen. Das Eisen 6 hoch anspielen. Okay. Ja, kommt auf jeden Fall über die Bunker. Ja, der bleibt nicht liegen. Der war ein bisschen zu viel. Schade. Yo. So, er will wieder chippen. Und ich nehme zu dem Chippen einen 54er. Dann rollt er nämlich definitiv mehr. So, es geht ein bisschen berghoch, aber vor allen Dingen deutlich nach rechts. Okay, nochmal kurz schauen. 7. Ja, okay, genau. Huch. Okay. Er wird natürlich auch ein bisschen verlieren an Schmackes. Oh, jetzt hätte er wirklich mal fallen dürfen, oder? I think he'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. Ja, danke. Aber der ist noch nicht drin. Bergab. Okay, über links, weil wir ein bisschen Break haben. Okay, that'll be a par here at 16. And he'll remain. Right where he is. So, wir haben noch 2 Bahnen am heutigen Moving Day. Und so viel gemoved sind wir nicht. 17th, it is a hole that can tempt you. A par 4 at just 370 yards. A big drive could potentially get you up close, but beware the 5 bunkers around the green. The safer players can dial it down a bit and set themselves up with a scoring club in hand. Yeah.
Also zwei Bahnen haben wir noch und da wollen wir schauen, dass wir natürlich den Score zusammenhalten. Der Wind kommt von rechts, kräftig von rechts. Hier haben wir ja das Thema, dass wir hier auch das Fairway haben, dass es nach links abfällt. Man sieht es von hier aus sehr, sehr schön. Das heißt, wenn wir also jetzt da reinkommen, dann wird er auf jeden Fall die Kurve hier unterstützen. Wenn unser Ball die Kurve nach links macht, dann wird er auf jeden Fall hier runterrollen. So, ja, okay. Dann wird er da irgendwo landen. Okay, das sollte eigentlich so passen. Gut, und das Ganze wollen wir natürlich wieder ein bisschen flacher, damit er ein bisschen mehr rollt. Sehr schön. Ja, die Kurve nimmt er nicht besonders stark. Aber der Hang, wie gesagt, hilft uns, dass er nicht rechts rausrollt. Fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Oh, damit können wir zufrieden sein, damit können wir gut leben mit unserem schönen Players Shirt. 75 yards the distance remaining here for his second to this par 4. Okay, da hinten dran ist ja ein Plateau, da wollen wir nicht rein. So, Entschuldigung, musste mich kurz mal räuspern. Das Ganze geht nach rechts. Wenn wir zu viel Spin haben und er kommt hier in den Hang, dann zieht er hier richtig runter. Dann zieht er hier richtig runter. Okay, Finesse. Okay. Ein bisschen nach oben. Ja, interessant, dass der Wind hier doch ganz schön ins Spiel kommt. Okay. Dann schauen wir mal. Bin ich jetzt mal ein bisschen auf den Spin gespannt. Okay, er dreht ganz schön. Ja, okay. So viel war das gar nicht. Er hat praktisch nur gebremst, ein bisschen zurück. Und das ist auch ein bisschen dem Hang geschuldet gewesen. Ja, und das bedeutet jetzt natürlich wieder von links nach rechts das Break. Es geht bergauf. Es geht bergauf. Okay. Und das Ganze wieder von links nach rechts. Okay, ein bisschen weniger. Ja, das ist schon wieder extrem hier gleich am Anfang. Geht unten durch. Sofort weggebrochen. Wie sagt man so schön, da war überhaupt nicht auf der Linie. Das ist jetzt ein ebener Putt. Aber auch der ist erstmal drin, wenn es klimpert. No problems there. That's a par here at 17. And he'll stay right where he is. We finish our day at the Country Club, host of many historic tournaments, including four U.S. Opens, with the 455-yard par 4 18th. Bunkers protecting the elbow on the dogleg left. Keep it in the fairway and finish with a birdie if you can. Yeah, if you can. So, ein Birdie wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Wo stehen wir? Co-Leader. Wir schauen mal ganz kurz nochmal hier aufs Leaderboard, wie sich die ganze Sache hier mittlerweile entwickelt hat. Matsuyama minus 2, Sam Burns, Matt Kuchar minus 1, Russell Henley, der geführt hat, plus 2. Naja, okay. Sehr schön. Sam Burns, Matsuyama und ich, wir sind noch hier unterwegs. Okay. Gut. Der Wind kommt von links. Das heißt, wir können eigentlich hier die rechte Kante anvisieren. Und dann sollte uns der Wind... Ja, okay, wir müssen ein bisschen dagegen arbeiten. Sonst rollt er uns dann doch hinten raus. Aber ich muss jetzt gerade nochmal schauen. 200, das sind 150. Ja gut, wir müssen hoch, wir müssen zum Liegen kommen. Ja, wir müssen es so versuchen.
Ach, das sieht nach Bunker aus, oder? Oder? Na, sehr schön. First cut. And that tee shot finds the first cut. But really, with that second shot, shouldn't be too much of a problem. From just so off the fairway, down the nodal. 151 yards to the hole, standing on even par, looking to go under for the day. So, ihr seht es ja da hinten, da haben wir jede Menge Rot. Das heißt, der Stock ist auf jeden Fall hier vor diesem Hang. Und wenn der Ball da drüber läuft, dann müsste er eigentlich gut bremsen. Wenn wir Spin haben, dann zieht es den natürlich zurück. Also da müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken machen. Jetzt sehe ich hier First Cut 96 bis 100. Also wir werden ein kleines bisschen höchstwahrscheinlich verlieren. Dann haben wir 9 Fuß hoch. Und haben eigentlich auch noch Gegenwind. Und haben auch noch Gegenwind. Eisen 8 kürzer. Eisen 8 kürzer. Hoch angespielt. Eisen 8 kürzer, hoch angespielt. Ja. Und? Okay. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. So, diesmal hat es gepasst, dass wir einen Schläger mehr genommen haben. Aber wir hätten ihn vermutlich nicht so hoch anspielen müssen. Aber okay, wir haben jetzt einen ziemlichen Bergauf-Putt, wenn ich das richtig sehe. 5 Inches. Und da müssen wir dann schon 19, 24, 25. Von der Puttlinie her ist es eigentlich nicht viel. Es geht ein bisschen nach links. So. Das ist nicht viel. Okay, mal schauen, ob er über die rechte Lochkante reinfällt. Ja, wenn wir ein bisschen weniger geben. A beauty in for birdie here at the last. That will be a third straight round in the 60s. So this is going to be an interesting night, Frank, sleeping on a 54-hole lead and looking for that first major title. Yeah, just one round to go. And that's so hard to put in the back of your mind, but I've had adrenaline. You're going to have adrenaline. It's just going to be coming out your ears tomorrow. You wouldn't want it any other way. So that'll do it. For my partner here in the tower, Frank Nabilo. For Nota Begay, Iona Steven, and all our crew, Rich Lerner saying, we'll see you next time on EA Sports PGA Tour. Jo, da können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein. Da haben wir dann doch mit den 2 Birdies hier noch auf den 2. 9 das Ergebnis gut gerettet und haben uns auf dem Moving Day nach vorne gemoved zur alleinigen Führung. Aber minus 1 war jetzt schon eine ganz schöne Arbeit, muss man einfach so sagen. Also da haben wir uns dann schon ein bisschen anstrengen müssen und sind das 3. Mal in den 60ern. Auch das wurde kurz erwähnt. Ist doch schön, eine 69 hier gespielt. Die 2 Anfangsbogies haben wir wieder mal ausgemerzt. Wie eigentlich schon so häufig, glaube ich, wo wir uns dann immer ein bisschen am Anfang schwer getan haben und dann wieder ins Spiel gekommen sind. Und ja, jetzt am Ende doch ganz ordentlich dastehen. So, ich will mal schauen. Da links hier muss ich noch schauen, ob ich hier diese 18 Holes Oak Hill noch fertig spiele. Also wie gesagt, ich habe dann nochmal 9 gespielt und jetzt bin ich mal gespannt, wann hier dieses Weekly Quest dann, das würde ich nämlich gerne noch beenden. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was wir jetzt hier wieder an Punkten bekommen. Ich denke wieder mal um die 19.000 und ein paar zerdrückte. 19.330. Und wir sind mittlerweile hier Level 38 und man sieht jetzt natürlich auch, dass man deutlich mehr Experience Points braucht, um aufs nächste Level zu kommen. Ich möchte jetzt auch ein bisschen sparen. Ich glaube, ich habe 2. Oho, Quest Complete, Daily Quest. Okay, das muss ich mir nochmal anschauen, was da jetzt war. So, was wollte ich denn? Ich wollte mal ganz kurz hier reinschauen. So, US Open.
Nee, da kann man gar nichts machen. Hier konnte man dann praktisch den Event History Results angucken, aber das ist eigentlich nicht wichtig. So, ich freue mich schon ein bisschen hier auf die Qualifying School hier für die Corn Ferry Tour. Und da will ich dann auch schauen, dass wir da mal zügigst hinkommen. So, nichtsdestoweniger bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, hat vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis mitgenommen, denn es war ja heute nicht ein Selbstläufer, sondern da haben wir schon uns ein bisschen anstrengen müssen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, vielleicht auch noch einen Kommentar schreibt. Denkt daran, es wurde gewünscht, dass wir mal eine Simulationsrunde 18 Loch hier mal im Simulationsmodus spielen. Ja, ihr wollt mich quälen, ich merke das schon. Und ihr dürft in die Kommentare schreiben, welchen Platz wir spielen wollen, außer Augusta. Den lassen wir mal außen vor. Ich bin mal gespannt, ob es einer von den Plätzen ist, die wir schon gespielt haben, oder soll es einer sein, den wir noch gar nicht gespielt haben. Dann wird es nämlich besonders spannend und interessant. Also schreibt es in die Kommentare, und wenn euch das Ganze hier wirklich gefällt und interessiert, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit und wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.